ihr Lieben alle. Heute lese ich aus meinem Buch War das ein Leben? Das ist die bewegende Lebensgeschichte einer starken Frau. Es ist gleichzeitig ein Einblick in die deutsche Geschichte und wie diese ein normales Leben beeinflusste. War das ein Leben damals im Stettiner Land zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Die Jahre sind voll von neuen, neumodischen Sachen. Erst schüttelt man verwundert den Kopf, aber gleich wenig später hat man sich schon damit angefreundet. So passiert es auch in der Familie von Ernst Pautz und seiner Frau Hilde. Der stolze Lokführer mit preußischen und pommerschen Tugenden ausgestattet, fährt pflichtbewusst Tag ein, Tag aus seine Lok mit den vielen Waggons auf den endlosen Gleisen, vollgepackt mit Vieh, Getreide und Kartoffeln, aber auch mit modernen Düngemitteln und Gerätschaften, die langsam, aber stetig den Pferden und der Muskelkraft den Rang streitig machen. Die Familie wohnt in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Bahnhofs von Naugard. Hier hat Hilde für ihre Familie ein heimeliges Nest gebaut. Sie leben, wie es in einem schönen Märchen beschrieben, glücklich, Vater, Mutter und die Töchter. Erna, die Älteste, ist 1898 geboren. Hiltrud zwei Jahre später und die kleine Frieda, das Nesthäkchen, im heißen Juli 1912. Es wird gelebt, geliebt und gelacht. So könnte es ewiglich weitergehen. Dann aber am 20. Juni 1917 erhält Vater Ernst seine Einberufung an die Westfront. Bis zu diesem Tag hatten alle gehofft, dass ein wichtiger Beruf einen Fronteinsatz verhindert. Das Bündel wird geschnürt und tränenreich, aber natürlich mit der Hoffnung, dass er unversehrt wieder aus dem Krieg zurückkommt, verabschiedet sich der Soldat. Frieda in ihrem blau gestreiften Kittelkleid steht dabei, dreht die Schleifenbänder an ihren blonden Zöpfchen und wundert sich, dass keiner, weder Schwester noch Mutter und der heißgeliebte Vater ihr Aufmerksamkeit schenken. Sie stellt sich auf Zehenspitzen und zieht Mutter am Schürzenband. Aber die scheint es nicht zu bemerken, sondern schnieft ins Taschentuch. Endlich kommt der Vater zu ihr und hebt sie zu sich hoch, herzt und küsst sie. Sein schwarzer, gezwirbelter Schnurrbart kitzelt ihr im Gesicht. Er sagt noch zu ihr, sie solle lieb und artig zu Mutter sein. Abends vor dem Schlafengehen solle sie ihm mit ins Gebet einschließen. Denn er muss in den Krieg fürs Vaterland, für Deutschland. Dann ist er weg. Das Leben geht weiter. Mutter Hilde greift jetzt wieder öfter zu Nadel und Faden und setzt sich an ihre Singernähmaschine. Aber nicht nur, um für die Familie zu nähen, nein, auch für die Nachbarschaft. Der Krieg ist überall spürbar. Zwar werden die Menschen satt, aber an vielen anderen Dingen des täglichen Lebens herrscht Mangel. Also ist es gut, wenn eine geschickte Frau aus Alt neu machen kann. Es wird geändert, Säume werden verlängert und Bekleidung wächst nicht nur von Kind zu Kind mit, die Sachen werden regelrecht vererbt. So kann es schon mal sein, dass der Enkel Opas Konfirmationsanzug zu seiner eigenen Konfirmation trägt. Nur die Hosenbeine sind bei ihm viel zu kurz, denn er ist größer geraten als sein Vorfahre. So hat Mutter Hilde immer gut zu tun. Da kommt Groschen zu Groschen. Die sparsame Frau zwackt den einen oder anderen ab, um ihn zu den anderen in die Zigarrenkiste zu legen. Dabei werden jedes Mal ihre Augen feucht. Sie denkt an ihren Ehemann, der in dieser abgegriffenen Schachtel seine obligatorische Sonntagszigarre aufbewahrte. Sie denkt an die unbeschwerte Zeit, als sie glücklich alle fünf an den dienstfreien Wochenenden unterwegs waren, quer durch die beschauliche Stadt oder hinaus ins Grüne am Naugarder See entlang, den geflochtenen Korb und eine Decke für eine Rast dabei. Selbstgemachte rote Limonade aus Kirschsaft, die sie scherzhaft Bärenblut nannten, löschte den Durst und leckere Butterbrote wurden verspeist. Vater Ernst paffte zum Abschluss seine dicke, nach Vanille duftende Zigarre. Tränen hat sie in den Augen, als die Erinnerung dieses Bild für sie malt. Schnell klappt sie den Deckel der Zigarrenkiste zu
und eilt wieder an ihre Arbeit. Vom Vater hören sie nichts, aber das sei nun mal so im Krieg, machen sie sich gegenseitig Mut. Dann endlich, mit Juli, kommt ein Brief. Der Briefträger, der jeden Tag von der Mutter gefragt wurde und der nie etwas dabei hatte, übergibt ihr diesmal wortlos einen Umschlag. Sie reißt ihn auf, liest und sagt zunächst kein Wort. Sie hält den Brief an ihre Brust und schreit auf. Dann nimmt sie Frieda in ihre Arme und drückt sie fest an sich. Vater ist tot. Auf dem Schlachtfeld der Ehre hat er einen leichten Heldentod gefunden. So steht es in dem Brief geschrieben und auch, dass er seine ewige Ruhe auf dem Schlachtfeld in Frankreich gefunden hat. Für Frieda ändert sich zunächst nicht viel. Ihre beiden älteren Schwestern hingegen spüren das Schicksal stärker. Die 19-jährige Erna muss sich im Herbst von ihrem Verlobten Theo verabschieden, der einberufen wird. Sie wollten eigentlich in diesem Sommer heiraten, hatten es aber nach Vaters Tod aus Trauer und Respekt verschoben. Hildrud, die 2 Jahre jüngere, die nie viel geredet hat, ist jetzt noch wortkarger. Sie lebt zurückgezogen und hilft der Mutter beim Nähen. Das Geld im Hause Pautz muss jetzt noch akkurater verwaltet werden. Die Preise für Alltägliches explodieren inzwischen und die Mutter sitzt abends oft am Küchentisch und rechnet. Sie legt die Groschen von einem Haufen auf den anderen, aber auch so kann sie die drohende Notsituation nicht verhindern. Der Kriegswinter ist kalt, schneereich und kennt kein Erbarmen. Mutter Hilde plagen noch andere Sorgen. Die Zukunft ihrer älteren Töchter bereitet ihr Kopfzerbrechen. Sie möchte beide gut versorgt wissen. Also überlegt sie hin und her, betet zu Gott mit der Zuversicht, dass er ihr helfen wird. Hoffentlich kommt Ernas Verlobter Theo heil aus dem Krieg zurück und sie können dann heiraten. So hofft sie. Sie streckt ihre Fühler aus, um auch für die stille Hildrud einen Mann zu finden. Da wäre ihr schon eine große Sorge genommen, wenn das gelingen würde. Um die Ecke hier im Ort lebt ein kinderloser Witwer, der wegen eines Beinleidens nicht in den Krieg ziehen musste. Eine Schönheit ist er zwar nicht, aber er macht einen soliden Eindruck und bekommt darüber hinaus eine gute Pension. Das wäre doch die Lösung, um Hildrud unter die Haube zu bringen. Für Frieda, ihre kleine Prinzessin, könnte sie dann besser sorgen. Sie steckt all ihre Wünsche und Sehnsüchte in diese kleine Person, die wie ein Sonnenschein durch jeden Tag lacht. Zum Glück tut sie das. Kinder vergessen schnell und außerdem meint Frieda, dass sie ihren geliebten Vater eines Tages im Himmel wieder trifft und sie dort zusammen weiterleben werden. Das hat sie sich so ausgemalt und sie plappert jeden Tag darüber, wie es sein könnte, mit der Eisenbahn durch den Himmel zu fahren. In der Zwischenzeit wird es Frühling in Kriegspommern, dann Sommer, dann Herbst und endlich im November 1918 ist dieser Krieg zu Ende.